hat man die von den Drittveränderungsimperativen maximal aufgespreizte Weltenbühne verlassen und seine Inszenierungen kehrt man wie nach einer schweren Krankheit durch Rückzug aller Pseudopodien zurück. Aus dem interessenlos gewordenen Äußeren in ein anderes Reales des eigenen Körper, der dann Züge annimmt, die ihn wiederum auf die Replikantenmaschine zurückführen lassen und erkennen in seiner wundersamen Maschinerie von Einzigartigkeit und wundersamen milliardenfachen Operationen, die alle ganz ohne Wissen darob für sich selber funktionieren. Die Konsequenzen, die daraus erwachsen, hatten mich gestern und heute beschäftigt. Aus diesem Zustand des eigensten Realen der eigentlich nichts mehr bedürfte.